Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Was geht ab, meine Freunde? Was geht ab? Und heute gibt es was ganz Besonderes, denn die Sims 4 hat heute, ich glaube es war heute, ein neues Update für uns alle rausgebracht. Und zwar können wir endlich jetzt Hautfarben anpassen und Make-up auch und vielleicht auch bald in Zukunft die Haarfarben. Da haben zumindest Modder schon mal was echt Cooles gemacht. Das werden wir uns jetzt gleich alles in diesem Video anschauen, austesten und schauen, ob das neue Update mega geil ist. Und außerdem hat sich das Sims-Interface ein bisschen verändert. Und deshalb, Friends, würde ich sagen, wir starten direkt rein ins Game. Und ich würde einfach nur sagen, let's go! So, Sims hat ein neues Video hochgeladen. Naja, neu, es ist nicht gelistet, also nicht für alle sichtbar. Und das ist schon am 2.12. hochgeladen worden. Also, naja, so neu ist das gar nicht. Aber ja, man kann es jetzt auf jeden Fall anschauen. Und da geht es um das Skintone-Update, also um das Hautfarben-Update. Und Friends, das sieht sehr vielversprechend aus und ich bin echt gespannt, wie das aussieht, wenn wir das gleich testen. Und wir gucken uns den Trailer natürlich kurz mal an und ich würde auch schon sagen, let's go! Allein gönnt euch mal, wie viele Optionen wir jetzt hier haben. Wie, wow, wow, wow. Und dann können wir die auch noch anpassen, das sehen wir aber gleich. Was? Das ist so cool und ich hoffe, das kommt bald auch für Haare. Das gucken wir uns aber dann noch zum Schluss an. Ey, das ist so geil. Man kann einfach die Hautfarbe dann hin und her ziehen. Das ist echt, also es wurde Zeit. Es wurde Zeit, dass das geht. Es wurde Zeit, dass das geht. Das gibt mir ein bisschen Vibes von diesem Farbrad oder so. Wie hieß das denn? Wo man selber sich damals alle Farben und so raussuchen konnte. Und es ist, oh mein Gott, es wurde einfach Zeit. Es wurde Zeit. Yeah, Queen! Und das haben wir jetzt auch beim Make-up, Freunde. Wir haben, oh mein Gott, wie geil, neue Details. Also wir sehen hier schon den Farbton, können wir dann intensiver machen. Ich weiß leider nicht, was das andere alles ist. Deckkraft, Sättigung und die Helligkeit des Make-ups. Wow, oh mein Gott, das ist geil. Wie cool, das ist so cool. Endlich. Neues Update jetzt endlich. Yay, Friends, es ist so nice, es ist so nice. Und wir gucken uns das jetzt sofort im Game an. Und wir werden auch gleich sehen, dass sich das Interface am Anfang verändert hat. Also der Startbildschirm. Das ist alles wild. Aber ich lieb's. Es sieht sehr cool aus. So, meine Freunde, da sind wir auch schon im Startbildschirm. Und wir sehen hier schon, ein umfangreiches Update kam heraus. Das haben wir uns gerade angeschaut. Klicken wir das mal weg. Mods sind deaktiviert. Ich habe das Spiel gerade erst gestartet. Und dann habe ich gesehen, wow, Sims sieht anders aus, als wir das kennen. Hier haben wir jetzt immer noch alles, ne, also das ist alles noch so, wie es war, aber es ist halt alles jetzt ein bisschen anders designt. Eine neue Challenge gibt es jetzt auch, das juckt uns eigentlich nicht, wir haben anscheinend gerade kein Internet. Die Galerie sieht, glaube ich, auch nicht anders aus, ist bloß jetzt unten der Button, ist jetzt alles hier so ein bisschen anders, auch mit den Optionen, das finden wir jetzt nicht mehr hier oben rechts in der Ecke. Und hier haben wir dann die ganzen Infos, hier könnt ihr eure Packs sehen, was ihr alles schon habt, alles schön aufgelistet. Gefällt mir ganz gut, Gratisartikel, ich habe, glaube ich, irgendeinen, genau, das habe ich nicht, naja. Reden wir nicht drüber, Freunde. Reden wir nicht drüber. Schön, gefällt mir. So, da haben wir auch schon unsere erste Queen, unsere Shaniqua. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Was sagt mir Sims? Anne. Naja, okay. Caroline Schmitz. Naja, okay, noch deutscher geht's nicht. Aber okay. Also, wir haben ja jetzt hier neue Hautfarben, Freunde. Hier sehen wir das Ganze schon. Oh mein Gott, jetzt können wir das alles... Was ist das? Plus speichern. Das können wir dann speichern. Oh mein Gott, wie cool. Neutral? Wow. Oh mein Gott, ich habe gerade irgendwas gezogen. Was ist denn das eigentlich? Verschieben? Oha, das ist ja, was ist, wenn ich hier ganz hell mache und dann, ach nee. Ah nee, das ist, oh mein Gott, das ist noch heller als das, oder? Das und jetzt ganz hell, ja, ist ein bisschen heller. Okay, cool, oh mein Gott, wir können jetzt richtig viele verschiedene Hauttöne einstellen. Oh mein Gott, das ist ja mega. Also das finde ich gerade echt schön, weil ich fand vor allem immer die EA-Hautfarben so, so hässlich. Also ich fand, also... Die sehen teilweise immer noch ein bisschen komisch aus, also, ne, aber ich fand die, ich glaube, das hier sind ja alles die Anfangssachen, ich weiß es aber gerade nicht, die fand ich nie schön. Das Kühle, man sieht es, dass es sehr kühl ist, es sieht ein bisschen aus, als ob sie friert, aber schön, schön, das ist ja cool, oh mein Gott, das ist wirklich cool, das gefällt mir. Das ist, oh mein Gott, das ist das, was wir brauchten in die Sims, können wir das auch mit denen machen? Ist das jetzt noch mehr rot? Ja, ein bisschen dunkler oder heller kann man das Ganze dann ziehen. Ach, schön. Cool, das finde ich nice. Das finde ich auf jeden Fall nice. Und ich möchte ihr jetzt hier eigentlich mal so eine neue, sowas...
Neutrales geben. Und so oder so, ich weiß es gar nicht. So finde ich es, glaube ich, ganz schön. Sie sieht echt schön aus. Zwar fehlen die Lashes, aber das ist ja normal bei Sims. Und jetzt gucken wir mal, wie das Ganze hier aussieht beim Make-up. Wir haben, muss ich lange drauf, wie funktioniert das? Da ist es! Oh mein Gott. Ich so, wie funktioniert das Spiel? Wir lassen das jetzt mal. Wir haben hier oben ja den Farbton. Was? Oh mein Gott. Sind das alle Farbtöne, die auch hier sind? Oder nicht? Nee, gelb. Das ist nicht gelb. Gibt's hier nicht, ne? Oh mein Gott, ob wir das jetzt so anpassen können, mehr oder weniger. Hä? Das ist ja wild. Wow. Oh mein Gott, das ist wirklich wild. Wie sieht es mit dem hier aus? Ist so grün. Hey, krass. Oh mein Gott. Ich bin schockt. Das sind doch Farben, die... Ja, okay, so ähnlich. Ja, okay, der ist the same. Orange, ist das... Sieht das... Nee, das ist... ich bin, es sieht ein bisschen anders aus. Aber... Ja, es sind, glaube ich, ähnliche Farben. Aber so ein bisschen mehr... Varianz? Aber verschiedene Varianten können wir da auf jeden Fall mit reinbringen. Das ist ja cool. Ich möchte das auch mal ausprobieren, weil das haben wir ja schon... Ne, wir nehmen das. Wir nehmen das. Das Glitzer-Ding. Wir wollen hier Glitzer. Da können wir das... Oh, wie geil. Das Blau gibt es nämlich gar nicht so, oder? Das ist nämlich... Ja, das ist nämlich so helles Blau. Ist es das? Ist das das, was wir gerade hatten? Nee. Okay. Dann können wir hier die Deckkraft runterziehen. Boah, cool. Das finde ich ganz nice. Aber es geht, glaube ich, auch nur in so Steps. Also man kann es nicht, wenn man das jetzt so zieht, dass es so faded oder so. Ich glaube, das geht echt nur in so Steps. Dann haben wir... Wir hauen mal richtig drauf. Sättigung hauen wir auch mal richtig. Oh mein Gott. Ja, da können wir das... Oh, wie geil. Da können wir die Farben noch ein bisschen besser anpassen. Ob das so ein bisschen heller sein wird oder nicht. Und was ist das? Die Helligkeit haben wir ja auch nochmal. Wie cool. Oder so dunkel. Och, Leute. Schön. Schön, schön, schön. Und wenn ich jetzt auf Plus drücke, speichert es das hier als Farbe. Oh mein Gott, das ist so praktisch. Endlich können wir Make-up übergreifend speichern. Das ist so gut. Oh mein Gott, das ist wirklich, wirklich gut. Das möchte ich eigentlich auch nochmal ausprobieren mit dem ganzen anderen Bums hier. Mit, kann ich das kurz wegmachen? Ist das hier alles genauso? Ach, wie geil. Und dann kann ich das hier so zurechtziehen, wie ich will. Ach, schön. Geht das auch bei der gesamten Gesichtsbemalung? Ja. Okay, krass. Krass. Das finde ich echt krass. Ich bin gespannt, wie das beim Custom-Content sein wird. Ich habe davor ein bisschen Angst. Hier ist aber auch ganz schön pixelig, ne? Das sind keine Custom-Content-Augenbrauen. EA so, wir pixeln. Aber ja, wow, okay. Wie sieht denn das jetzt hier aus? Oh mein Gott, wild. Wild, wow, okay. Okay. Okay, Leute, das ist verrückt. Das ist verrückt. Und noch gibt es das nicht für die Haarfarben, was ich sehr, 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 sehr schade finde. Aber, Freunde, vielleicht gibt es das schon in Zukunft von Mods. Also, Modder arbeiten gerade daran. Das Video zeige ich euch auch gleich mal. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch irgendwann von EA offiziell kommt. Aber wir gucken uns das Ganze jetzt erstmal an, weil ich finde, es sieht sehr, 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 sehr cool aus. Und ich finde, ihr müsst das gesehen haben. Auf Twitter hat eine Modderin, glaube ich, oder ein Modder, ich bin mir gerade tatsächlich echt unsicher hier, ein Modder. A. Harris Britney kennen wir ja schon. Haben wir sehr viele Haare. Haben wir super viele Haare. Und da wurde jetzt dieses Video hochgeladen. Und ich muss wirklich sagen, also hier in Zusammenarbeit, ne, mit Green Llamas. Also Leute, das müssen wir uns auf jeden Fall mal angucken. Denn auch hier wurden diese Sliders benutzt. Und Freunde, also ich weiß, es ist nicht ganz scharf. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber guckt euch mal an. Einfach Haarfarbe zurechtziehen. Was? Wie schön. Oh mein Gott. Wenn das rauskommt, Leute. Ich bin der glücklichste Mensch. Oh mein Gott. Das wird so viel Spaß machen, Sims zu gestalten. Das wird so viel Spaß machen. Wow. Und der Sim sieht auch so schön aus. Ich kann nicht mehr. Das sieht echt schön aus. Oh, wie geil ist das bitte? Das ist so nice, Leute. Das ist so geil. Also, wenn das rauskommt, ich muss auf jeden Fall erstmal folgen. Denn, also, wenn das rauskommt, da will ich auf jeden Fall dabei sein. So, von dem Braun zu so einer Haarfarbe, das ist halt einfach... Das ist so schön, Leute. Ich freue mich. Ich freue mich extrem. Ich freue mich absolut extrem darauf. So, Friends, das war es aber dann auch schon wieder von dem kleinen Update-Video, das heute rauskam. Wie gefällt euch das Update? Und wie gespannt seid ihr, wenn das endlich mit den Haaren rauskommt, Leute? Weil das wird super geil, Leute. Wow. Wow, 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 wow. Ich freue mich extrem drauf. Und ja, Freunde, wir hören uns die nächsten Tage wieder. Mir geht es aktuell nicht so gut, weil ich habe super viel zu tun und ich weiß nicht, wie ich das alles immer mit YouTube unter einen Hut bekomme. Aber, ja, ich gebe mir auf jeden Fall Mühe, ab und an Videos zu droppen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Wir hören uns die nächsten Tage bestimmt wieder. Bis dann, rein und ciao, 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 ciao. Ciao.